Liebe Saskia Esken, zunächst möchte ich dir ganz herzlich zu deinem Wahlergebnis gratulieren. Wir sind vor 2 Jahren gestartet als Konkurrentin und man kann sagen, jetzt nach 2 Jahren sind wir Kameradinnen und ich stehe zu 100% hinter dir. Und ich freue mich natürlich auch auf die Zusammenarbeit mit Lars. 2019, da habe ich gesagt, wir brauchen ein Jahrzehnt der Gleichberechtigung. Und jetzt haben wir ein Bundeskabinett Scholz, das paritätisch besetzt ist. Das ist ein Riesenzeichen an die Frauen in diesem Land. Aber wir haben auch eine Ampelregierung, die einen gesellschaftlichen Aufbruch für alle Frauen in diesem Land organisiert. Weg mit 219, Reform aber auch des Steuerrechts, Modernisierung des Familienrechts. Wir können endlich so wahnsinnig viele Sachen machen, die über die ganzen Jahre mit der Union nicht gingen. Diese Regierung von Olaf Scholz wird eine Regierung sein, die die Interessen und die Gleichberechtigung von Frauen in den Mittelpunkt stellt. Ich freue mich drauf. Die Wahlen haben wir auch im Osten gewonnen, mit so unglaublich vielen Direktmandaten. Das ist für uns ein Riesenvertrauensvorschuss. Und die Wählerinnen und Wähler, die haben unserem Kandidaten Olaf Scholz vertraut. Die setzen auf 12 Euro Mindestlohn für 25% der Ostdeutschen eine gehörige Gehaltssteigerung. Aber sie wollen auch repräsentiert sein. Deswegen freue ich mich, im Kabinett für die ostdeutschen Interessen mit einzustehen. Aber ich bin nicht alleine. 2 von 3 Staatsministern im Kanzleramt sind Ostdeutsche. In der Vergangenheit war der Ostbeauftragte ein parlamentarischer Staatssekretär in einem Fachministerium und konnte mal mehr oder weniger gut gelungene Interviews geben. Jetzt haben wir mit Carsten Schneider einen starken Mann mit einer fachlichen Zuständigkeit und einem Sitz im Kabinett genau für die Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West. Und es ist nicht ohne Wichtigkeit, dass auch die Integrationsstaatsministerin Rehm aus Ostdeutschland kommt. Wir, das hat Martin Dulich gesagt, stehen für einen bunten Osten, für eine offene ostdeutsche Gesellschaft und gegen die Klischees, die andere von unserer Region zeichnen sollen. Eine große Aufgabe habe ich in dieser Woche übertragen bekommen. Ich bin die Bundesbauministerin. Ich soll Sorge dafür tragen, dass wir 400.000 Wohnungen bauen, jedes Jahr davon 100.000 gefördert. Denn diese Wohnungen werden gebraucht von den Jungen, die ausziehen aus ihrem Elternhaus, von den Familien, die größer werden, von den Senioren, die barrierefreie Wohnungen brauchen. Aber wer so viel baut, der muss auch das Klima im Blick haben. Der Gebäudesektor ist quasi der graue Elefant bei der ganzen Klimadebatte. Er ist riesig, er hat ein riesiges Potenzial, aber er bewegt sich nur ganz, ganz langsam. Und deswegen glaube ich, dass wir auch im Bauen einen Aufbruch brauchen. Wir brauchen eine neue Bauhausbewegung, eine ökologische Bauhausbewegung, weil nur so können wir diese großen Mengen zusätzlicher Bauvolumen schaffen und gleichzeitig die Klimaziele einhalten. Und da werden jetzt viele sagen, aber dann wird Bauen doch so unglaublich teuer. Aber ich sage mit Blick auf die Pariser Klimaziele, wir können uns nicht entscheiden, entweder bauen oder aber teuer. Entweder bauen oder aber Klimaschutz, sondern wir müssen beides zusammendenken. Und auch in diesem Bereich gilt es, die Modernisierung unserer Bauwirtschaft wird dazu führen, dass die eh schon sehr hohe Qualität der deutschen Bauindustrie um eine weitere zukunftsfähige Komponente ergänzt wird. Wir werden die modernen Baustoffe der Zukunft exportieren, die modernen Verfahren, wie man preiswerte, ökologisch hergestellte Häuser herstellt. Das wird den Standort Deutschland stärken. Darauf habe ich Lust. Glück auf!